Eventuell, na, ich weiß noch nicht, also es sieht ein bisschen bis jetzt so einfarbig aus. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt es mir nicht, aber mal gucken, ne? Also wartet erstmal ab, bevor ihr wieder schreibt, ey Mann, was baust du für Scheiße, Alter? Hm? Denn solche Kommentare liebt ja jeder YouTuber. Besonders ich. So. Da müssen wir noch zumachen. Okay, also von der Ebene her passt's. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich will das ein bisschen zubauen lassen, zuwachsen lassen. Also müssen wir, wie gesagt, ich muss da jetzt ein bisschen gucken, ob das nicht sowas wird. Das geht dann halt jetzt schon ziemlich auf die Feinarbeit. Das soll ja alles gut aussehen. So, ja, das ist. Ja. Eventuell hier noch so. So, jetzt hat. So müsste. Ja, okay. Das wäre vom Übergang an sich sehr gut. So, okay. Dachte nur, die Musik wäre stehen geblieben, warum auch immer. Aber so ist halt Windows manchmal. Ha! Tja, das beste programmierte, ja, fängt schon an, ne? Die Uhrzeit. Ich meinte natürlich, obwohl, das beste programmierte Betriebssystem, das gibt, ha, es stimmt sogar. Tja. So, hier an der Seite vielleicht mal, ich weiß, ich würde mal hier so ein bisschen mehr Sand reinbringen. Genau, weil es ist ja so ein, was Abgeschlossenes sozusagen. Würde. Ups. Ah. Müssen wir schnell wieder eine machen. Ja, ja, so ist das. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ups. Wir machen uns da nochmal eine schöne Schaufel. So. Und hier, die an dem Livestream gerade sind, hier, ihr dürft mir gerne Fragen stellen. Dazu ist er ja auch da. Ich bin ja wieder so ein einfallsloser Mensch. Gut, welche Farbe hat dein Zimmer? Ja, ja, ich weiß. Also, so dreidimensionales Weiß. Ja, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Mach mal. Nur zwei. Ja, wo ist es denn? Habe ich es nicht gerade. Ach, ich hab's in der Hand. Ach so. Tja, ich bin blind. Und dann haben wir uns wieder Schaufeln. Ja, ja. Gut, dann mal gucken, welchen Boden ich habe. Boah, also ihr also echt schwierige Fragen hier. Ja, der Boden, also einen Boden habe ich, ne? So ist es ja nicht. Also ich schwebe ja nicht rum. Farben, warte mal, farbenmäßig, was ist denn das? Das ist so ein. Boah, das ist so ein Eier. Sagt man da Eier. Eierweiß? Also, jetzt die normalen Eier vom Supermarkt. Nicht wahr? Nicht die Eier. Ja, so ein Eierfarbenschalenton, irgendwie sowas und so ein paar komische Muster in diesem Boden. Aber ich weiß, dass es ein Korkboden ist. Ein Korkboden, ja, der besteht aus Kork. Gehe ich mal davon aus. Ja. Was meine Lieblingsfarbe ist, ist in diesem Fall hier das Blau. Blau. Blau ist eine coole Farbe. Blau ist definitiv eine richtig geile Farbe. Mal gucken, so. Nein, nicht so. Da. Perfekt. Ich muss nämlich aufpassen. Ich will es halt so bauen, dass man nicht sieht, dass es direkt ein Eingang ist. Ups. Aber es soll halt auch nicht wieder zu. Also zu geschlossen sein. Und hier wäre das
Je nachdem, wie man es baut, ne? Okay. Sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. So. Dann mal gucken, wie wir das hier machen. Das ist immer echt ein bisschen schwierig, diese Gestalten. Das Gestalten in Minecraft. Komm ich da oben hin? Ja, komm ich. Das ist sogar noch richtig. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Doch. Das ist gut. Dann hier. Hier. Na, das ist verkehrt. Was mache ich dann gleich weg? So. Und dann muss ich jetzt hier wieder so ein bisschen... Obwohl, Sand jetzt unbedingt nicht, ne? Ja, wohl, warte. Wie wär's, wenn wir hier an... Wenn wir das daneben klicken. Ich hasse es. Das wollen wir das so daneben machen. Das ist ja dann eh zu. Ja. Ja. Von außen, das muss man halt erstmal von außen ein bisschen optimieren, finde ich. Ja, das sieht auf jeden Fall noch zu offen aus. Hier, ich weiß nicht, aber es sieht auch, ne? Es sieht so. Das ist das, weil jetzt noch nicht das Gras drüber gewachsen ist. Das ist ein bisschen komisch. Ne, das ist wieder zu offensichtlich. Mal gucken hier. Jetzt hat. Gut, es müsste jetzt noch mit Gras bewachsen, aber von der Seite her sieht man es gar nicht so, ne? Jetzt nur wegen dem Licht, was da draus kommt. Ne? Oh gut, jetzt gehen wir jetzt mal schlafen. Vielleicht wächst. Kann es sein, wenn man schlafen geht, dass das Gras schon drüber wächst? Das wäre natürlich richtig nice. Hoffen wir mal. Oh. Mr. Spider. Was haben Sie denn für ein Problem? Ich hoffe, Sie werden mich in Ruhe lassen. So. Natürlich werde ich noch gefragt, was ich heute so vorhabe. Naja, es ist heute. Ja, Samstag. Ich weiß nicht. Was habe ich dir bitte getan? Kopfschütteln. Okay, ja. Ich habe heute eigentlich nichts Besonderes vor. Weiß nicht, halt zocken. Aufnehmen. Und, ja, obwohl ich muss lernen. Klar, ich muss lernen. Ja, ich schreibe nämlich am, Huch! Ich schreibe nämlich am Montag, wenn es mich nicht täuscht, den externen Religion-Quali mit. Also, ich schreibe generell den Quali halt aber als extern, ne? Weil ich keine Hauptschüler bin. So. Sag mal. Das ist ja blöd, wenn man keine Pfeile mehr hat. Oh, ja, danke. Sag mal. Ja, ist klar. Wie oft willst du denn daran alle schießen? Ja, spawnt ruhig alle, ist klar. Ist ja nicht so, als wenn ihr irgendwie Scheißviecher seid. Ja, du. Hier frisst mein. Steckst du hier wo rein? Steckst du hier wo rein? Was ich immer hasse. So. Mal gucken. Na. Kann das sein, dass der nicht irgendwie... Dachte ich mir schon. Weil der jetzt ja die Trackliste gerade hier durcheinander durchspielt. Was nicht gerade... was ich nicht möchte. Man merkt vielleicht auch an der Musik. Die hört sich relativ gerade gleich immer an. Man tappt doch nicht immer aus. Oh, jetzt aber, hm? Jetzt muss ich mal kurz hier was überprüfen. Tatsache. Ach, egal. Wird schon hinhauen. So, ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, ich muss hier immer weiter. Genau.
Dann machen wir hier so. Ja, da stimme ich dir gleich zu. Ich glaube aber, ich habe schon mal die Frage beantwortet. Und zwar fragt er mich, ob ich homosexuell bin. Also wenn ich es wäre, wüsste ich es. Nicht wahr? Aber ich bin es definitiv nicht. Sag mal, das hat ihr doch schon. So, mal ein bisschen was anderes hier. So, ich weiß nicht, wie das mit dem Sand hier ist, aber wohl hier passt das eigentlich, ne? Gut, hier. Wie gesagt, das muss ich mir noch ein bisschen zuwachsen lassen. Und hier noch einen Baum hinpflanzen. Hier, gerade hier. Dann sieht das nämlich gar nicht so falsch. Oh. Ja, das sieht ja wieder sehr gesund aus, Leute, ne? Also, jetzt weiß ich, woher die Kopfschmerzen kommen. Müsst ihr vielleicht doch mal rausziehen, die ganzen Spielsachen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man gleich mal so ein Bäumchen pflanzen, Dings holen. Also, Samen. Ein Säppling. Vielleicht, wird's ja was. Ob ich Kakao mag, ja? Ich trinke es ab und zu. Das sind normale. Ich will normale. Wir natürlich. Also, das nervt, das mit dem Austaben. So. Dann pflanze ich jetzt hier noch den Baum. Und lass mal hier auch einpflanzen, ne? Da muss man gleich einen Knochen bauen draus. Zack. Wow! Wow, 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 wow. Alter. Stirb einfach. Boah, war das knapp. Ob ich Kaffee mag? Nee. Ich mag eigentlich gar keinen Kaffee. Also auch kein Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso. Und was ist ich? Noch sonstige Varianten mag ich nicht. Was war denn das? Es hat irgendwie so gefunkelt, als ich das benutzt habe. Wow! Okay. Okay. Oh. Oh. Egal, es sieht gar nicht so... Naja. Das muss man ein bisschen optimieren noch. Aber es soll ein bisschen zugewachsen aussehen, nicht wahr? Aber warum habe ich nur zwei Zeppelins? Ich müsste doch mehr haben. Sag mal, habe ich die weggeworfen oder was? Naja. Was ich am meisten trinke. Also eigentlich immer Cola Light. Aber zurzeit trinke ich wieder mehr Eistee. Ja. Aber ich trinke auch, also ich trinke privat nur Cola Light und Eistee. Und in der Schule trinke ich aber nur Wasser mit Geschmack. Wegen Konzentration und sowas. Zwar mag das vielleicht gar nicht stimmen, aber ich mag das nicht. Es reicht schon, wenn ich daheim so viel süße Sachen trinke. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte Zeppelins holen. Aber wir haben keinen. Aber natürlich, wir haben ein ganzes Kacksteak. Ja, ich sag nichts. Ach ja, ist das schön. So, und jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen mit dem zugewachsen sein. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen... Wachs. Miau. Aber trotzdem kann ich mir schon mal so pflanzen. Da wäre vielleicht noch gar nicht so schlecht. Und hier haben wir noch einen etwas größeren Platz. Da wäre das vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Gut, und dann jetzt kommt mal eine sehr interessante Frage. Alter, immer diese Human Sounds. Und zwar werde ich gefragt, wie ich zu dem Thema stehe, Ritzen bzw. selbst sich zu verletzen. Also wenn man jetzt, sag ich mal, so ein Emo in Anführungszeichen ist, man muss ja nicht unbedingt ein Emo sein, keine Ahnung. Kann ja auch gerade eine Depression haben, was weiß ich. Aber generell Ritzen, ich weiß nicht, wieso machen die das?
Klar, man ist vielleicht psychisch krank oder manche machen es ja nur aus Spaß. Was ich auch nicht verstehe. Na, jedenfalls. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn man sich selbst verletzt. Ne? Einerseits, ich meine, man sieht es ja, wenn sich jemand ritzt, meistens auch. Oder sie verstecken sich übelst und dann merkst du es erst recht. Man kann sich ja auch desgleichen, anstatt sich zu ritzen, einfach, was weiß ich, einen Stock nehmen und so oft gegen den Kopf hauen, bis du irgendwie im Krankenhaus bist oder so. Zwar wäre das nicht noch dümmer, aber es hat denselben Effekt. Und ich sag mal so, wenn du jetzt halt, ne, Selbstbeseitigung, wenn du schon machen willst, dann machst du das gescheit. Nee, ist nicht zu ernst nehmen. Ja, es muss ja nicht unbedingt ein Emo sein, kannst auch Depression haben, aber... Also ich würde es nicht machen und... mein Gott, das ist ja denen überlassen, das ist ja denen ihre Körper, aber ich würde es nicht machen, weil es kann ja auch dazu kommen, zum Beispiel eine Wunde kann sich auch infizieren. Und da können ja Bakterien reinkommen und dann hast du ein scheiß Problem, wenn du mal wirklich eine Infektion hast. Und bei manchen Infektionen kann es entweder sogar tödlichen oder operativ und dann hast du eine hässliche fette Narbe da. Für den Rest deines Lebens. Und es sind ja meist junge Leute, die sowas tun. Daher bin ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich der Fan. Also ich bin halt dafür, dass man denen irgendwie helfen muss. Ne? Und deswegen ist das nicht so gut. Naja, ich sag mal so, weil ich mir geschrieben hat hier, weil sie das mit den Nadeln machen, ich habe mir mit der Haut immer unter die Hornhaut gestochen und dann so immer aus Spaß, ne? Das ist ein Unterschied zum Beispiel, aber nee, keine Ahnung, wie ich jetzt drauf komme. Ich wollte, wir haben aber keine Knochen, ne? Doofe Sache. Nee, ich, naja, ob man sieht oder nicht, darum geht es mir eigentlich auch nicht. Ich bin halt dafür, dass man sich, dass man den Menschen hilft, weil es kann wirklich böse enden. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die meinen, sie müssen sich an den Beinen ritzen. Weil da muss man das ja nicht sieht, dann machen die es halt am Oberschenkel. So, und jeder, der einigermaßen aufgepasst hat im Unterricht, weiß, Arterienader und Oberschenkel. So. Dann schneidest du die mal halt durch. Aus Versehen, weiß ich, du hast dich erschrocken oder es hat doch zu weh getan für dich. Ja, dann verblutet es halt einfach mal, ne? Und wenn Arterienader angeritzt ist, dann hast du wirklich ein Scheißproblem. Genau wie die Halsschlagader. Und das ist genauso wie bei den Armen. Bei den Armen verblutet man jetzt nicht unbedingt, aber du kannst scheiß viel Blut verdienen und das ist nicht witzig. Und wir haben ernsthaft keine scheiß, das gefällt mir nicht. Ich kann nur nachts schlafen. Wir haben keine Knochen. Wir müssen uns gleich welche besorgen gehen. Aber ich werde jetzt nur noch ins Bett gehen, weil wir auch schlafen müssen. Und dann werde ich jetzt sagen, ich werde hier die Aufnahme stoppen. Ich werde dann demnächst wieder weiter aufnehmen. Ich hoffe, die kurze Aufnahmesession hat euch gefallen. Und ja, vergisst nicht, das Video zu bewerten. Das wäre natürlich eine nice Sache für mich. Und ja, das war's dann mit dieser Minecraft-Session. Dann sehen wir uns bis zu einem anderen oder nächsten Let's Play. Also ciao, Leute.